und die Vorlesung von der vorvorletzten PHC 2 Vorlesung nochmal zu machen. Die Themen für heute sind generische Typen, also Typparameter, was die genau bedeuten oder naja, genau so ungefähr bedeuten, was eine Array-List ist, was eine Hash-Table ist, und in Hash-Table werden wir auch einige Details erklären, wie die so aufgebaut ist und wie man multidimensionale Daten verarbeiten kann oder wie man multidimensionale Arrays haben kann. Und das letzte damit, das ist ziemlich früh, das werden wir gleich nochmal sehen. Ich werde auch einige Sachen aufmalen auf Papier, mit Papier und Bleistift, um zu erklären, wie das eine und andere mal geht. Was wir schon gesehen haben, ja? Es war eine Frage da? Entschuldigung, Sie müssen noch ein bisschen teilen. Ah, Sie haben völlig recht. Die Aufgabe ist schon gestartet, also wenn Sie nachträglich gucken, dann können Sie es sehen. Sie können mich jetzt sehen. Ja? Ja, tun wir. Tun wir. Gut. Dann ist es prima. Hab ich gesehen. Wie bitte? Also, generische Parameter, was genau bedeutet so etwas wie, ich habe eine Array-List von String oder eine Array-List von Item oder eine Array-List von Car oder Student oder wie auch immer, wie habe ich das zu verstehen? Na, zuerst der Vorteil von Generics ist, dass man den Compiler zusätzliche Informationen mitgibt, um zu prüfen, dass was in so eine Liste oder so eine Array, eine Hashmap oder so, reingeht. Der Compiler, der kann sehen, was da reingesteckt wird im Programm. Und wenn man versucht, zum Beispiel in eine Array-List von Strings Studenten reinzustecken, dann wird der Compiler sagen, nee, das akzeptiere ich nicht. Der Bytecode oder besser gesagt, der Quellcode ist fehlerhaft. Ich werde den nicht übersetzen. Also das wird nicht zu einem ausführbares Programm führen. Also eine Rolle ist, der Compiler kann Typ Sicherheit prüfen, kann sicherstellen, dass was in so eine Liste reingeht, auch tatsächlich übereinstimmt mit, wie die Liste definiert wurde vom Programmierer. Wenn man das klassendiagrammmäßig aufzeichnen möchte, dann ist das ganz einfach. Eine generische Klasse hat so etwas wie ein Typparameter, das kann ein sein. Es kann aber auch können auch mehrere sein, zum Beispiel ein Hashmap hat zwei Typparameter, ein Parameter für Key und der andere für Value. Oh. Was ist? Es ist, als ob jemand Fragen stellen möchte, aber ich bekomme nicht ganz mit, was gefragt wird. Also keine Frage. Okay. Diese generischen Typen wurden in Java 5, das gehört zu Versionsnummer 1.5 damals. Entweder stellt man sich das Mikrofon aus oder man ist still, denn es stört ein wenig, muss ich sagen. Ich denke, es gibt immer eine Frage. Aber ich sehe, ich weiß, ich wüsste nicht, wo denn oder was denn. Na. Entschuldigung, noch eine Sache. Ja. Im Chat wurde darauf hingewiesen, dass die Aufnahme noch nicht an ist. Also vielleicht können Sie die noch eben anmachen. Wie ich schon erklärt habe am Anfang, ist die Aufnahme mache ich lokal. Ja, und ich streame ich dann in YouTube und die verlinke ich auf die Webseite aus dem einfachen Grund, dass ich dann andere Sachen weg sind und die Auflösung ist besser und noch einige Gründe. Ja, okay. Dann das ist kein Problem. Danke für die Meldung und dann ist es auch die anderen, denke ich, klar. Naja, zurück zu generischen Typen. Es gibt zu generischen Typen auch ein Klassen-Icon. Das sieht so einfach so aus. Das T hier ist das Type-Token, so wie man das gerne nennt. Klassisch wird da eine Buchstabe benutzt, aber das ist kein Soll oder Muss. Man darf auch mehr schreiben, wenn man möchte, zum Beispiel Key oder so. Aber die Gepflogenheit in Java ist, dass man da eine Buchstabe schreibt, so wie K, V für Hashmaps und E für oder T für Listen und so weiter und so fort. Und manchmal sind die etwas
kann man aus der die benutzte Buchstaben ableiten, was denn das heißen könnte. Zum Beispiel Function, das Functional Interface Function ist definiert als T und R, wo man das R als Result Type verstehen kann, also das Ergebnis. Generische Funktionen haben den Vorteil, dass man nicht nur den Compiler hilft, um sicherzustellen, dass das Programm auch wirklich richtig ist, dass die richtigen Typen in so eine Liste gehen und so weiter, aber es ermöglicht auch, dass man nur eine Liste braucht, um alle Referenztypen zu bearbeiten zu können. Also eine ArrayList-Klasse tut es für alle Referenztypen, für Strings, für Cars, für Studenten und was auch immer. Und das ist ein Vorteil, denn dann hat man weniger Quellcode und auch weniger Code zum Laufzeit. Und das ist das kann ein Vorteil werden. Tatsächlich, wenn der Compiler mit das Belegen, das Prüfen, also das Belegen des Quellcodes auf seine Richtigkeit, wenn er damit fertig ist, dann gibt er diese generische Typinformation einfach weg, weil der Compiler hat dafür keine Anwendung mehr und das Runtime hat auch keinen Bedarf, um damit umzugehen. Es sei in ein paar Ausnahmefälle, wo man sich mittlerweile schon etwas mehr Informationen herholen kann. Aber tatsächlich, wenn man guckt, was der Compiler von diesem Quellcode macht, dieser Quellcode kommt aus dem MOOC, das Beispiel Locker von Typ T und das Item ist von Typ T. Man hat einen Konstruktor, der ein T nimmt, man hat einen Getter, der ein T erzeugt, man hat einen Setter, der ein T nimmt und alles ist definiert in T. Aber wenn man das übersetzt, dann sieht man wirklich, dass diese Locker nur ein Objekt kennt, also ein beliebiger Referenztyp. Alle Referenztypen erben von Objekt, also ein beliebiger Referenztyp wird hier benutzt. Also, aber das genügt völlig, um auch Typen von Referenztypen von T oder String oder Student oder K oder was auch immer bearbeiten zu können. So ist die richtige Reihenfolge. Das heißt, die Typinformation ist weg. Und das kann man auch sehen, wenn man auf den Bytecode guckt, was der Compiler aus der Originalquellcode erzeugt, dann sieht man hier, dass die Dis-Variable wird geladen, dann wird das Field mit Nummer 2 geladen und wir sehen, dass dieses Field ist ein Java-Lang-Objekt, genau wie hier steht. Und dieses Field, der Wert dieses Fields wird zurückgegeben, also diese Referenz wird zurückgegeben. Dieses A-Return heißt es Zurückgeben eines Adresses von einem Objekt. So kann man dieses A verstehen. Und wenn wir gucken auf die Klasse, die diese Locker-Klasse benutzt, zum Beispiel auf den Quellcode, wie das so aussehen könnte, wir haben einen Locker von String, der heißt String-Locker und der kann dann ein Hello enthalten. Und wir haben auch einen Locker von Integer und dieser Integer-Locker kann einen Locker von mit einem Integer-Wert enthalten, ein Integer-Wert enthalten. Das wird überführt in einen Referenztyp, in diesem Fall wird das ein Integer-Objekt werden. Und die werden dann in diesem Locker aufbewahrt. Wenn man dann danach diese Werte auffragt, dann sehen wir hier, dann weiß der Compiler, dieser String-Locker ist definiert als ein Locker mit Inhalt Typ String. Also kann ich dieses akzeptieren, der Compiler findet diese Anweisung dann richtig. Und auch für Integer-Locker wird er akzeptieren, dass was aus dem Integer-Locker rauskommt, dass es ein Integer-Wert oder ein Int-Wert sein kann. Und dieses wird dann hier abgenommen und auch akzeptiert. Wenn man aber sieht, was der Compiler tatsächlich erzeugt, er weiß, ich kann dieses beweisen, damit ist auch dieser Cast, diese Überführung von das Objekt, was aus das GetValue rauskommt, überführen in ein String-Objekt, damit diese statische Zuweisung String auch stimmt. Also dieses Cast wird gemacht, um das Objekt, was aus GetValue rauskommt, in einen String zu überführen. Eigentlich wird eine Prüfung gemacht. Das ist das Einzige, was da gemacht wird. Und diese Prüfung, die findet dann tatsächlich, diese Zeilen finden dann tatsächlich at Runtime statt. Und in Bytecode sieht es dann so aus. Bytecode steht man hier, wird der Variable 1 geladen und wird dann die Methode GetItem wird gerufen. Und diese Methode, wie man sieht,
hat als Ergebnis ein jahrelang Objekttyp. Und dann wird dieses Checkcast ausgeführt mit der Prüfung von diesem Typ. Also in konstante Tabelle an Stelle 7 liegt Java String. Also wird geprüft, ob das Typ kompatibel ist mit String. Und wenn ja, wird einfach gespeichert. Das Speichern findet dann wieder statt mit astore_3. Das wird dann abgelegt in die Variable, die vorher definiert wurde. Das ist, was der Compiler dazu erzeugt. Also generisch. Informationen werden benutzt vom Compiler und der prüft damit und belegt damit, dass der Quellcode richtig ist, dass nur richtige Anweisungen benutzt werden und der Programmierer nicht mogelt. Und dann ist damit das Ganze gegessen. Die Vorteile sind Backwards Compatibility. Eine Klasse, Compiler kann seinen Job von das Prüfen des Codes kann er ausführen. Es gibt im Moment wenig generische Informationen in at Runtime, aber man kann auch in 2020, also jetzt, kann man schon einiges von generischen Werte und Definierung abfragen von der Klasse. Das konnte man früher nicht. Und manchmal ist das nützlich, aber das werden wir im PHC1 nicht machen. Anmerkung zu Performance Assessment. Wenn wir zum Beispiel so etwas haben, wir möchten, dass Sie irgendeine Klasse erzeugen, wo ich generische Werte aufbewahren kann, so wie Blocker oder Box oder Kiste oder weiß ich was, und er wird um generische Informationen gefragt, dann werden wir diese generische Information auch prüfen und das machen wir genau mit den Konstrukten, die hier definiert sind. Ihr müsst das selber nicht können, aber wir benutzen das, um euren Code zu korrigieren nach des Performance Assessments. Also, das nächste Thema wäre, hier steht ArrayList und Hashtable. Ich sollte mal kurz etwas sagen über Arrays. Das ist nicht schwer und schwer, auch nicht viel. Aber ich werde das in das IDE zeigen. Wo ist das Biest? Das ist hier. Ja. Das ist hier mal alles zu. Close all. Und dann haben wir hier ein Arrays-Demo. Alle. Naja, dann machen wir es so. Reset Windows. Nach einer Vorlesung ist alles durcheinander. Aber kein Problem. Das kann weg. Und das ist dann. Das ist meine Arrays-Demos-Klasse. Was wollte ich? Oh ja, wollte ich sagen. Das erste, was ich sagen möchte, ist: Hier haben wir ein Array definiert in dieser Klasse. Es gibt also ein Field namens Numbers. Und dieses Field ist von Typ Array. Und das wird initialisiert mit dem Wert einer Array-Länge 7. Die Werte in dieses Array sind vom Anfang, wenn man so definiert als Field, sind die alle auf 0 gesetzt. Also sie referieren auf einen 0-Wert, nicht definiert, eine Referenz, die es nicht gibt. Und dann ein Programm, das einiges zum Laufen bringt. Und hier haben wir die erste Methode, die wir haben. Das ist die Numbers-Demo-Methode. Und wir sehen hier, dass wir hier nicht ein Integer oder ein Long geschrieben haben, aber wir haben da die Oberklasse von beide geschrieben. Number, wenn man das mal nachschlägt in die Java-Doc, das geht dann so, Java, und dann hier Number tippt. Number, ja. Nein, das ist der falsche natürlich. Number, das wird immer passieren. Ich möchte das Ding haben. Dann sehen wir, dass wir eine Klasse haben. Die definiert ist als abstrakte Klasse. Und diese Number-Klasse ist die Elternklasse, also eine Superklasse von all diese Sachen, die hier unterliegen. Zum Beispiel Integer, Long, Float, Double, Byte sogar und Short und am Ende. Byte ist eine achtbittige Zahl mit Zeichen,
also mit Minus oder Plus. Short ist ein 16-bitiges Zahl. Die meist populäre Integer-Zahl ist Integer als Referenztyp. Long ist zweimal so groß. Float ist ein 32-bitiger Wert. Und Double ist das Gegenstück in 64-Bit. Und wenn man es mal richtig groß haben möchte, dann gibt es auch noch Big Integer, das in beliebig viele Stellen haben kann, also beliebig viele Bits oder auch beliebig viele dezimale Ziffern. Und Big Decimal, ähnlich das letzte, also Big Decimal wird häufig benutzt, wenn man sehr große Werte, Geldwerte haben möchte. Und dann ist dezimal wichtig, also Ziffern von 0 bis 9, da wird dann ganz genau gerechnet. All diese Klassen, das sind Unterklassen von Number. Und in meinem Beispiel habe ich einfach Number benutzt, um zu zeigen, dass ich nicht nur Number, aber auch alle Unterklassen davon speichern kann. An der ersten Stelle in Zeile 18 sehen wir, dass ein 1 gespeichert wird. Und weil der Java-Compiler weiß, oh, das ist ein primitiver Typ von Typ Integer, eine schlichte 1 wird verstanden als ein Int-Wert, wird das überführt als ein Integer-Wert, also ein Referenztyp, und das wird gepackt an Stelle 0 von dieses Array. Wenn man hinter die Zahl ein L schreibt, ein großes L wie ein Beispiel oder ein kleines L, dann wird es verstanden als ein Long. Am besten man schreibt ein großes L, damit es nicht missverstanden wird als eine 1. Ein L und 1, die sehen sich sehr gleich. Wo kann ich das sehen? Ja, wenn irgendwo ein L. Ja, doch, hier ist ein L. Na, es gibt auch einen Unterschied in diese Schriftart. Aber am besten schreibt man da ein großes L. So auch für Float, ein F am Ende sagt, dass diese Zahl ein Float ist. Ein D am Ende, ein großes D am Ende ist ein Double. Und ein Big Integer ist einfach ein Referenztyp. Und hier mache ich eine Berechnung. Ich sage hier, gib mir mal 10 hoch 32 und addiere eine 1 dazu, das wird dann eine ziemlich große Zahl, die nach innerhalb von meinem Fenster passt. Fünfte Stelle, also Stelle 5, muss ich sagen, wird ein Byte gespeichert mit Wert EE, also 6 Einsen. Und als an letzter Stelle wird ein Short gespeichert, also 16-bitige Zahl. Wenn ich das Programm ausführe, und das werde ich machen, indem ich diese Zeile nicht mehr kommentieren und die andere schon und das Programm dann ausführe und dann mit Shift F6 das Programmchen ausführe, dann sehen wir, was da rauskommt. Dann sehen wir, dass nicht nur der Wert gezeigt wird, also die Zahl, aber auch die Klasse, der Typ in dieses Array ist. Und dann sieht man dann hier an erster Stelle Integer, zweite Stelle Long, dritte Stelle Float, vierte Stelle Double, fünfter Stelle ein Big Integer, sechster Stelle ein Byte und siebter Stelle, also letzter Stelle, wird das Short gesichtet, gesehen. Was sollte man noch sagen zu Arrays? Ja, interessant ist, dass Java kennt selber nur eindimensionale Arrays. Mehrdimensionale Arrays gibt es nicht mehr in Java, aber man kann die künstlich nachahmen. In Java ist es erlaubt, dass ein Element eines Arrays selber wieder ein Array ist. Das heißt nicht, dass man damit ein multidimensionales Array gemacht hat, aber man kann schon in mehrere Dimensionen Arrays festlegen. Der Vor- oder Nachteil, der Nebeneffekt von dieser Array-Definierung ist, dass man in die zweite Ebene Arrays haben kann von unterschiedlichen Längen. Und wie hier gezeigt, in dieses Beispiel, ein multidimensionales Dings-Array, erstmal die Array-Definierung von Array von Strings machen und da nochmal die doppelte rechte eckige Klammer, heißt einfach, das vorige als Array zu verstehen, heißt, dass man hier ein Array von Strings, ein Array von Arrays von Strings hat. Auf erster Ebene definiere ich hier 5 Arrays und jedes Array befülle ich hier in dieser Konstruktor, also an der 0. Stelle
speichere ich da ein Array mit 3 Elemente, an erster Stelle ein Array mit 2 Elemente, dann ein Array mit 4, dann ein Array mit 3 und dann als letztes ein Array mit 1 Element. Und das kann ich auch dann benutzen in meinem Programm. Wenn ich das Programm hier ausführe, dann kann ich diese Werte einfach abgreifen aus dieses Array, diese Werte ausdrucken in diese Anweisung, diese Ausdruckanweisung und dann abschließen mit einer nochmal eine eckige Klammer. Und wenn ich das Programmchen ausführe, ja, zuerst mal das wieder mal auskommentieren, dann sieht das so aus. Diese Klasse wählen und Shift F6. Dann sehen wir, dass sie wird einfach ausgegeben. Das erste Array ABC, DE, GHIJ, KLM und dann Z als letztes. Das sind einfach die Werte, die rausgekommen und schlicht ausgedruckt, der eine nach dem anderen. Man kann mit Arrays auch Sachen machen wie Streams. Man kann ein Array überführen in einen Stream und das wird in diesem Beispiel gemacht. Wird in dieses Beispiel gemacht. Es gibt sämtliche Utilities-Klasse. Eine davon ist Arrays mit einem S am Ende. Und die hat eine Methode, um ein Array und dieses MD, dieses MD Values ist ein Array. Ich kann dieses Array als Stream weiterführen und diese Stream-Werte einfach abgreifen. Und weil in diesem Fall jedes Element in dem ersten Stream ein Array ist, kann ich die Werte mittels Flatmap selber auch wieder auseinandernehmen, also daraus ein Stream erzeugen. Und das heißt, dass wir eigentlich ein Stream von Streams haben, aber das dann Ganze als ein Stream ausgegeben wird. Also auf dieses Fließband kommen die Werte in der Reihenfolge A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, L, M und Z raus. Also diese Flatmap-Operation, die sorgt dafür, dass das Element selber wieder als Stream ausgepackt wird. Und wenn ich das dann ausführe, also das Programmchen noch ausführen mit wiederholen, dann sieht das so aus. Dann kommen die ersten Werte wieder raus. Ja, also die erste Werte kommen wieder raus, wie vorher. Und dieses Collect, das ist die letzte Zeile hier, die zeigt dann, dass diese Buchstaben alles schön hintereinander verstanden wird. Also quasi wieder als ein eindimensionales Stream sichtbar sind und so weiter. Das zu Multidimensionales und dann wieder zurück zu unserer Array-Demo. Was man zu Arrays auch noch sagen kann oder sollte, ist, dass Java kennt seit, ich denke, Java 5 auch das Konzept von VAR-Args, das in in C und C++ und ich vermute, weiter weiß ich es nicht, sehr populär war. Das konnte Java damals noch nicht. Man hat es gelöst, indem man dieses Konstrukt mit 3 Punkten hintereinander versteht als quasi eine Array-Definition. Das heißt, in Zeile 30 kann man Number Punkt 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 verstehen als entweder eine Liste von eine beliebige Zahl von Ziffern, von Number, also 0 reicht, also kein Wert reicht, ein Wert reicht, 1, 2 Werte, 1,2, 4 Werte, 1,5,6,19, das passt auch, das ist alles möglich. Man kann also sehr flexibel diese VAR-Args-Demo-Methode rufen mit einer beliebigen Zahl von Integer-Werten in der Quellcode-Definition. Tatsächlich versteht der Compiler dieses aber als ein Array-Konstrukt. Und das heißt, dass innerhalb von dieser Methode wird dieses Nums wird verstanden als ein Array. Und das können wir hier auch sehen. Wir können hier sehen, dass wenn wir eine For-I-Schleife machen mit ein I, dann wird, ich mache das mal vor, damit das ersichtlich wird. Wenn ich hier For-I schreibe, dann kommt das raus. Dann sieht man, dass der Compiler versteht, dieses Nums ist ein Array und ich kann durch dieses Array ackern, mit das Index zwischen eckige Klammern. Also das ist der Zugriff auf eines Arrays. Also das ist völlig gleich. Ist interessant, um zu wissen,
Das heißt auch, dass man dieses, dieses Konstrukt etwas flexibler benutzen kann. Und tatsächlich seht ihr, wenn ihr aufpasst, seht ihr auch, dass ich hier meine Main-Methode, die normalerweise klassisch so aussieht, dass ich die auch ruhig so schreiben kann. Denn für die Main-Methode selber ändert sich nichts. Und der Compiler auch, versteht auch, ah, ich kann die Main-Methode noch immer rufen mit einer Array von Argumenten. Denn das ist tatsächlich, was passiert. Wenn der Compiler so eine Methode sieht und die Methode wird dann danach benutzt, dann versteht die, dass die Werte, die auf die, die Parameterwerte, die auf der Parameterliste stehen bei der Methodenruf, dass die einfach in ein Array zu packen sind und die Methode varAx in diesem Fall empfängt die dann als ein Array und kann die dann als ein Array behandeln. Ich werde das hier rausnehmen, denn das bringt nichts. Das wird nicht zu dieser Erklärung. Also wenn ich dieses Programmchen dann auch ausführe, indem ich das hier, da hier das Kommentarzeichen wegnehme, dann sehen wir hier, dass ich hier diese Werte über hier eine variable Liste von Werten habe und ich gebe hier dann wieder so eine 1, ein 2L und ein 6F und dann 1, 2, 3, 4D, also ein Int-Wert, ein Double, Verzeihung, ein Long-Wert, ein Float-Wert und ein Double-Wert. Und die werden dann von Varts-Demo entgegengenommen und führt dann die Methode darauf aus. Das ist die erste Möglichkeit. Das ist die erste Möglichkeit. Also Varts-Demo versteht einfach, dass es hier vier Werte entgegennimmt. Nochmal ausführen. Ich muss ja vielleicht ein Trennzeichen da mal, nee, falsche Stelle. Das anwählen und Shift F6. Ja, ich muss hier vielleicht noch mal ein Trennzeichen hinzufügen. So etwas wie Strichlinie. Hoppata. Dann sehen wir, dass dieses Var VARX-Demo, dass das auch das gleiche aussieht, in diesem Fall mit vier Werte. Und wenn ich dann stattdessen diese VARX-Demo-Methode rufe mit einem Array, und das ist dann dieses Array, dann, wenn es richtig ist, wenn ich das dann auch mal ausführe, dann sehen wir, dass die Ausgabe genau gleich ist wie vorher. Also hier sehen wir dann auch, dass die VARX-Demo, dass die Werte gleiche Werte ausgibt, weil die Werte definiert sind in Numbers. Was interessant ist vielleicht, ist mal zu gucken, was passiert, wenn ich diese Methode nicht rufe. Und mal gucken, ob es da eine Nebenwirkung gibt. Ja, es gibt eine Nebenwirkung. Die Nebenwirkung ist nämlich, dass diese Numbers-Demo-Methode, die initialisiert unser Array. Also vorher wird in dieses Array nur 0 Werte liegen. Und was ich mit dieses Array mache, in beide Methoden, ich greife einfach die Werte ab und wandle die dann um in to Strings. Und der Compiler weiß, aus Nums kommen Referenztypen und versucht hierauf die ToString-Methode anzuwenden. Und hier wird die Num-Klasse-Methode aufgerufen. Das geht schon in Ordnung, wenn ich das auf einen Null-Wert mache. Jedenfalls, das hoffe ich. Aber hier an dieser Stelle wird man einen Null-Pointer bekommen. Um das mal vorzubeugen, kann ich zur Sicherheit halber die Objects-Methode toString benutzen, die selber prüft, ob der übergebene Wert vielleicht 0 ist, und wenn ja, dann wird einfach null ausgegeben als Wert. Und jetzt müsste der Null-Pointer weg sein. Es kann aber auch, dass es hier noch ein Fehler gibt. Ja, hier gibt es immer noch an der Stelle, Objects. Ich muss hier ein Import machen. Ja, Import, Strom, Shift-I, Opsi-Key, das ist das.
Es kann auch sein, dass es hier noch ein Nullwert gibt. Ja, das, also auch hier muss ich sicherstellen, dass das Num kein Null ist. Wie kann ich das am besten machen? Mal nachdenken. Oh, pardon. Num is null. Dann was ich dann ausgebe, ist 0. Sonst dieses hier. Was hier steht, das sieht vielleicht ein bisschen schwierig aus. Ich werde das mal auf der nächsten Zeile zeigen. Was hier steht, es wird zuerst geprüft, ob 0, ob num gleich 0 ist. Wenn ja, dann wird einfach der String 0 ausgegeben. Wenn nicht, also wenn der num nicht eine Null-Referenz ist, kann ich davon die Klasse abfragen und dann müsste es Programm hoffentlich ohne Null-Pointer-Exceptions ablaufen. Na, immer noch nicht. Dann muss ich mal gucken, was ich da noch falsch mache. Aber im Moment dauert mir das ein bisschen zu lange. Dieses Experiment habe ich nicht gut vorbereitet. Ups. Habe ich dann ja auch immer ein null pointer exception, lasse ich da mal sein. Und da ist das drin. Das ist in Zeile 37, geht es daneben. Eigentlich sollte ich da nicht so viel Zeit verschwenden. Ja, hier sehen wir, dass alle Werte auf 0 gesetzt sind. Also ich muss das mal eine extra Klammer versehen, damit die Präzedenz der Operatoren richtig abgearbeitet wird. Und wenn ich dann meine Zeile, die das Array definiert, wieder zurückbringe, dann sehen wir, dass das Original wieder zurückkommt. Dann sehen wir, dass das normale Verhalten wieder völlig da ist. Zurück zu Themen der Vorlesung. Als nächstes großes Thema möchten wir Hash-Table ansprechen, aber zuerst noch mal ganz kurz ArrayList und die Vorteile von ArrayList schildern. ArrayList erbt von Array die Geschwindigkeit des Zugriffs. Denn der große Vorteil von Arrays ist, dass man sehr schnell auf die Elemente in das Array zugreifen kann. Man muss nur der Index wissen und die virtuelle Maschine und auch der Maschinencode und sogar die Maschinencode, die auf den Prozess ausgeführt, die kann sehr schnell auf so ein Array die Werte ausnehmen, weil es einfach eine Stelle im Speicher ist. Also das ist der große Vorteil. In Java hat man aber bei Arrays einige Sicherheitsvorkehrungen eingebaut, die dafür sorgen, dass zuerst mal es verboten ist, um außerhalb der Grenzen von Array zu gehen. Also wenn man versucht, mit einem Index außerhalb des Arrays zuzugreifen, zum Beispiel mit einem Negativwert, das ist überhaupt untersagt, aber auch mit einem Wert, der rechts von das letzte Element ins Array liegt, versucht zuzugreifen, dann bekommt man einen Index Out of Bound Exception. Das ist eine Prüfung, die dafür dient, dass das Arbeiten mit Arrays sicher vonstatten geht. Arrays selber, die haben eine feste Größe. Ab dem Moment, dass man ein Array deklariert, muss man angeben, wie groß das Ding sein soll. Und das ist dann so groß, bis dass es weggekippt wird. Man kann es nicht ändern. Das ArrayList, die ArrayList-Klasse, die hebt diesen Nachteil auf, indem, wenn man mehr Elemente in dieses ArrayList versucht zu speichern, dann wird das alte Array wird rüberkopiert in ein neues Array von einer größeren Größe, also mehr Elemente, und dieses neue Array wird an der Stelle von das alte Array gelegt und damit ist quasi gegeben, dass das Array größer geworden ist und die Arrayliste kann dann damit mehr Elemente enthalten. Und das ist natürlich ein großer Vorteil und deshalb ist Arraylist selber so eine beliebte Klasse in Java. Wenn man Werte speichern muss und hat keine Ahnung, wie viele Werte es geben wird,
nimmt man einfach einen Rehwert und gibt die einfach rein. Und wenn man nicht mehr genügend Platz hat, dann wird das Array-List selber das schon dafür sorgen, dass es mehr Elemente gibt, dass das Array vergrößert wird. Das habe ich schon gezeigt. Ja. Was ich noch sagen sollte, es gibt, und die Beispiele zeigen es auch, es gibt Arrays von Ref-Typen, Referenztypen, also wie hier ein Beispiel Numbers. Es gibt auch Arrays von primitiven Typen, also es gibt auch ein Int-Array und ein Double-Array und ein Float-Array und so weiter. Und sogar ein Character-Array, das innerhalb von Strings lebt sozusagen. Und was noch? Ja, im Gegensatz zu Typen wie ArrayList und HashTable sind Arrays aber selber nicht generisch. Das heißt, man kann nicht so etwas definieren als ein Locker. Vorige Beispiel zeigt er so etwas wie ein Locker von Autos und das als Array definieren. Man kann also hier an der Stelle kann man keine generischer Typ mit diesen spitzen Klammern schreiben, das akzeptiert der Compiler nicht. Er sagt, das geht nicht. Generische Typen in Arrays gibt es nicht. Denn das ist strittig mit der Geschwindigkeit von Arrays und deshalb ist das nicht vorgesehen. Die Varax-Methoden haben wir schon gehabt. Eine kleine Anmerkung zu einer der Aufgaben von das MOOC. Es gibt eine Methode, die heißt Sum These for Me. Und unglücklicherweise haben die das Array ganz vorne gestellt. Also es steht static in sum und dann das Array. Und das ist dann mit eckige Klammern definiert. Und dann kommen die Werte from where to where smallest und largest. Der Nachteil von dieser Varax-Methodik, also mit diesen drei Punkten, ist, dass das immer das letzte Element in einer Parameterliste sein sollte. Denn sonst würde der Compiler nicht verstehen, wo fängt dann die Liste an und wo hört dann ein anderes Ding auf. Also wenn man die Methode so hätte definiert, dann kann er auch eine Liste von 0 Elemente zusammenzählen oder 10 Elemente oder 100 Elemente, wenn nur diese Varax-Argument am Ende der Parameterliste steht. Und man kann die Methode auch mit einem Array. Im MOOC wird ausführlich eine Liste definiert und wie man sich das vorstellen kann und die ist ordentlich beschrieben. Das können Sie ruhig nachlesen und studieren. Ist auch sehr nützlich, um mal einige Ideen zu bekommen, wie man so etwas selber bauen könnte oder ein ähnliches Konstrukt, wo man zum Beispiel größer werden von Arrays neu haben möchte oder wie eine Methode wie get oder put oder remove implementiert wird. Ich weiß nicht, ob die remove mit der Methode implementiert wurde, aber ich denke schon. Eine kleine Anmerkung da ist, es gibt eine Grow-Methode. Mal gucken, ob es gut ab. Ja, es gibt eine Grow-Methode in diese Beispiele. Ja, die ist hier gegeben. Wir sehen hier, dass es ein neues Array erzeugt wird, also ein neues Array-Objekt. Wir sehen das hier. Und dieses Cast, um sicherzustellen, dass der Compiler sagt, okay, diesen Typ kenne ich nicht, aber wenn das Cast passt, dann werde ich es wohl akzeptieren. Tatsächlich ist es natürlich ein Objekt-Array mit einer neuen Größe und dann werden die Elemente mit einer Schleife rüber kopiert und das ist sehr verständlich. Aber der geschweifte Programmierer, der weiß schon, dass es eine Methode gibt in die Utilities-Klasse Arrays und die heißt CopyOf. Die kann man ein Array übergeben und der neue Wert und dann macht genau das gleiche wie diese eine Methode. Also dieses Ganze hier ist das gleiche wie das hier steht. Ja, also man kann schon einiges an Code optimieren, indem man nur seine Utilities-Klassen kennt. Und das ist sehr nützlich, um die mal der Java-Doc mal zu studieren. Nicht so sehr die Implementierung, aber vor allem die Java-Doc. Denn man kann fündig werden, um allerhand interessante Methoden zu finden, die nützlich sein können in bestimmten Fällen. Zum Beispiel, hier gibt es die Fill-Methode.
Und die Fill-Methode, die ist auch in die Arrays-Klasse definiert. Damit kann man Array mit beliebigen Werten befüllen. Und das kann in manchen Anwendungsfällen kann das interessant sein. Okay. Der Rest der Vorlesung wird über ArrayList gehen. Über HashMap gehen. Und zwar, wie man sich eine Implementierung vorstellen kann. Und dazu haben wir eine Implementierung gemacht, die nennt sich MyMap. Und die verhält sich ziemlich genau ähnlich wie die HashMap, wie die in Java definiert ist. Also die offizielle HashMap sozusagen. Die HashMap ist definiert als, es gibt einen Key-Wert, der Schlüssel, womit die Werte ausgesucht werden und das Value. Und das Value ist dann der Wert, der nachgeschlagen wird. Also wenn ich Hello suche, dann würde vielleicht World rauskommen. Und wenn ich Jansen suchen würde, dann würde da Pit rauskommen, weiß ich was. Je nachdem, wie man diese Map benutzen möchte. Die Bedingungen sind, dass die Key-Klasse einen ordentlichen Hashcode erzeugt, der passt zu was man mit dem Hashcode machen möchte. Und an Value selber sind keine besondere kommt nicht auf das deutsche Wort Demands. Was wäre das auf Deutsch? Ansprüche, Dankeschön, Ansprüche. Das wären keine besonderen Ansprüche an Value, also Foe, in diesem Fall gestellt. Es gibt zwei wichtige Methoden und das ist eigentlich in diese zwei Methoden sollte die HashMap oder die Map in diesem Fall seine Stärke ausspielen und das ist die eine Methode, die heißt Get. Schlage mal einen Wert nach, indem ich dir einen Schlüssel übergebe. Und das sollte bitte schön zügig vonstatten gehen. Und die Put-Methode, die sollte dafür sorgen, dass die Keys nur einmalig vorkommen in die Map. Also jeder Key ist einmalig im Map gespeichert. Sonst würde man nicht wissen, was muss da rauskommen, wenn es zweimal der gleiche Key gespeichert wurde, dann wird dann weiß man nicht, welcher Wert zurückkommen soll. Also Put muss sicherstellen, dass das Key nicht schon vorher gespeichert wurde und wenn, dann wird das Value ersetzt. So ungefähr ist das ganze Ding zu machen. Um das mal anschaulich zu machen, haben wir eine Zeichnung gemacht, oder besser gesagt, machen wir eine Zeichnung. Das machen wir ganz mal neu. Und die Zeichnung wird dann ein Array aufzeigen, wegen Geschwindigkeit. Der große Vorteil, ich kann ein Element in einem Array ganz schnell nachschlagen, also ein Array. Und dieses Array hat beim HashMap immer die Eigenschaft, dass die Länge des Arrays immer eine Zweierpotenz ist. Also 4 oder 8 oder 16, beliebt ist 16 oder 32 oder 64, 28, 256, 512 und so weiter und so fort. Also ein Array. Und dieses Array, als erstes einfache Modell könnte man sich vorstellen, ich möchte zum Beispiel der Key-Value-Wert speichern, also Key und Value von Hello und das Value ist World. Einfaches Beispiel. Man könnte sich vorstellen, dass ich, wenn ich die zwei miteinander verknüpfe, irgendwie ein Objekt packe, dann kann ich mit meinem Array einfach auf dieses Ding zeigen. Das wäre der Idealfall. Einfach ein Array und ich kann sofort auf das Key und Value zurückgreifen. Dazu benutzt man ein sogenanntes Hashing. Und das Hashing, das führt zu einem Int-Wert. Und dieses Int-Wert könnte man theoretisch benutzen als ein Index in dieses Array. Und dieses Hashing wird angewandt auf das Key. Man berechnet also irgendeinen Int-Wert und dieser Int-Wert sollte dann zu das Array-Element führen, das wohl der Key beinhaltet ist. Und wenn das Array-Element nicht vorhanden ist, dann ist das einfach nil. Dann weiß man auch, dass das Key noch nicht in dieser Map gespeichert ist. Soweit die Theorie. Diese Hash-Werte aber, die können sehr groß werden. Das heißt, die werden sehr einfach und sehr schnell außerhalb des Bereichs gehen von unseres Arrays. Was man dazu macht, man schneidet einfach die überflüssigen Bits ab. Und wenn wir sehen, dass dieses Array 8 Werte enthalten kann, dann heißt es, dass man da mit
maximal 8 Werte speichern kann und ein Wertebereich von 8 Elementen kann ich speichern in 3 Bits. Lass mal denken, dass binär gesehen unser Hashcode so aussieht. Ein kleiner Hashcode, das sind 8 Bits zufälligerweise. Und ich möchte die richtige Stelle finden, wo ich diese Schlüssel-Value-Paar aufbewahren kann in unsere Bucket. Weil ich 8 Elemente habe, muss ich sorgen, dass die Grenze von dieser Integer-Wert begrenzt ist auf Werte von 0, das ist Minimum, bis 7. Und das geht sehr einfach. Man schneidet einfach die höheren Bits ab, indem man eine sogenannte Mask Operation maskieren macht und eine Bitwise End Anweisung benutzt. Und das heißt, dass nur die Werte, die von dieser 1 erkannt werden, die werden übernommen, also in diesem Fall 1, 0, 1, und der Rest wird einfach weggekippt, die werden einfach auf 0 gesetzt. Das heißt, hier kommt der Wert 1, 0, 1 aus, das ist 5 in binär, 0, 1, 2, 3, 4, 5. An der Stelle würde dann dieses Ding landen, wenn der Hashcode diesen Wert wäre. Soweit, so gut. Natürlich kann es so sein, dass ein anderer Wert kommt, ein zweiter Key-Value-Pair speichern möchte. Und zum Beispiel, das wäre natürlich ein Goodbye World. Dann möchte auch dieses Wortpaar speichern, also dieses zusammen. Man berechnet hieraus wieder ein Hashcode und man wählt dann mit dieser Methode das Bucket, zum Beispiel dieses hier. Das wäre optimal. Dann habe ich auch das hier bewahrt. Dann kann ich einfach mein Goodbye World auch speichern. Problem ist aber, was wird, wenn das Hashcode das gleiche wäre wie das vormalige? In dem Fall kann ich nicht einfach dieser Wert wegkippen oder der Wert wegkippen. Ich muss beide aufbewahren. Und das geht, indem man dafür sorgt, dass wenn zwei Keys, die das gleiche Hashcode nach dieser Operation aufzeigen, also wenn die gleiche Stelle in das Array wählen würden, dann muss ich die einfach miteinander verketten. Das heißt, ich muss dann dafür sorgen, dass der eine Wert zeigt auf der nächsten Wert und der Wert vielleicht auch wieder auf nochmal ein nächster Wert. Also damit wird eine Kette erzeugt von Objekten, von diesen Key-Value-Paaren. Und die Kette muss dann abgelaufen werden, um zu suchen, ob man das richtige Wort findet. Daraus kann man auch verstehen, dass sobald es solche Ketten entsteht, dass so eine Hashmap eigentlich ziemlich viel langsamer werden kann. Aber was man dagegen tut, ist, sobald die Ketten lang werden, oder besser gesagt, sobald die Menge der Werte, der Key-Value-Pairs, die in die Map aufbewahrt sind, groß wird, werden wir einfach ein größeres Array nehmen. Das heißt, wir nehmen ein zusätzliches Bit hier und dann ist die Verstreuung, also die Verteilung von die Key-Value-Werte über dieses ganze Array, wird dann besser sein. Also werden die Ketten werden kürzer und der Geschwindigkeitsvorteil, man kann potenziell sehr oft das an der ersten Stelle schon der richtige Wert finden, dann wird das schon erreicht. Und das ist, wie so ein Hashmap eigentlich funktioniert. Apropos, dieses Array hat auch einen Namen und in der Literatur sieht man immer, dass dieses Ding Bucket heißt oder die ja, das Array, das nennt sich Buckets und jede Stelle in dieses Array ist ein Bucket. Das Bucket ist leer, wenn es ein Nullwert enthält. Das heißt, wenn so ein Hash zeigt auf eine Bucket, die leer ist, dann weiß man, dass das Element nicht in der Hashmap vorhanden ist. Also kann man sehr schnell finden, ob ein Wert überhaupt gespeichert wurde. Und wenn ja, dann wird die Kette, der Key Wert, den man sucht, wird das enthalten. Codemäßig sieht das so aus. Da muss ich nicht da klicken, aber hier klicken. Codemäßig sieht das so aus. Aber zuerst mal kurz das Ganze, was ich hier mit Bleistift aufgemalt habe, hier nochmal ein bisschen ordentlich mit Umlaut gezeigt.
Das Cyanfarbe, das leicht blaue, blau gefärbte Ding, ist ein Objektdiagramm. Das zeigt einfach unsere Objekte. Man kann das erkennen, indem man einen Unterstrich sieht und die der Doppelpunkt. Und man sieht hier mein Bucket. Und dieses Bucket an Stelle 1 ist befüllt mit einem Pair oder ein Entry. Und das fängt dann an, indem man so die Verkettung macht mit sogenannten Nodes. Jedes Node kann auf das nächste zeigen. Und jedes Node beinhaltet, also referenziert oder zeigt auf ein Entry. Und das Entry selber enthält Key und Felden. All diese Objekte, die wir benutzen werden, ist ein schlichtes Array. Eine Node-Klasse, die ein Entry enthalten kann und eine Referenz haben kann auf ein nächstes Element. Und das war es dann auch schon. Das ist ein Objektdiagramm. So sind die Objekte, liegen im Speicher. Wenn man das Gleiche zeigen möchte in ein Klassendiagramm, sieht es so aus. Farbe ist gelb. Das ist die Hashmap. Die Hashmap beinhaltet ein Array. Das nennt sich ein Array von Node, von Entries. So kann man sich das vorstellen. Und die Buckets selber, die enthalten dann Nodes. Und die Nodes selber, die enthalten einen Zeiger auf das nächste Element und enthalten auch einen Zeiger auf ein Entry. Und das Entry ist hier gegeben. Ein Entry schlicht, ein Key und ein Value und ein zwei Methoden, um die Werte abzufragen. Wenn man dann in Code guckt, dann ist das eigentlich auch ganz einfach. Das Entry sieht so aus. Es gibt insgesamt drei Werte im Gegensatz zum Klassendiagramm. Ich habe mir erlaubt, um nicht nur Key und Value, aber auch den Key Hash zu speichern, damit ich nur einmalig dieses Hash berechnen muss. Und wenn ich den Wert schon weiß, kann ich den speichern, um, wenn es nochmal nachgeschlagen werden soll, dass ich nicht immer der Key-Wert seinen Hash-Wert abfragen soll. Also einmalig wird das gespeichert. Und ich weiß auch, dass, weil das Key final ist im Entry, also nicht änderbar, kann ich auch den Hash-Wert auch bewahren, weil der sich auch dann damit auch nicht ändern wird. Es gibt dazu natürlich einen Konstruktor, der Key und Value entgegennimmt und dass der Hashcode den, mitgegeben werden soll. Und die Get-Methode für Value, die Set-Methode für Value, denn der Value ist änderbar, muss ich ersetzen können. Und der Key kann ich auch nochmal abfragen, weil der notwendig ist, wenn jemand die beiden Werte haben möchte, Key und Value. Die Klasse ist Public, die gehört also zu Public API von unserer Map. Und die Public Methoden und der Public Constructor, die sind von außen erreichbar. Key selber aber nicht. Dazu muss man den Getter benutzen. Die Node-Klasse ist noch einfacher. Die sieht man hier. Es gibt dazu zwei Fields, einmal das Entry, einmal das Next, also das Next zeigt auf ein nächstes Node und zwei Konstruktoren. Der erste Konstruktor nimmt ein Entry, also setzt das Entry auf einen Wert und der zweite Konstruktor setzt das Next auf einen Wert. Und das letzte Ding, dieser letzte Konstruktor, werden wir ein bisschen weiter im Code nochmal benutzen. Die Benutzung ist hier nochmal gegeben. Also das wird dann als Cursor, also so etwas wie das laufende Element, benutzt in den Quellcode. Ich sage hier noch einiges über Private und Package Private. Meiner Meinung nach ist Package Private das beste Private. Können wir nochmal darüber diskutieren, aber nicht in diesem Moment, denn das führt im Moment zu weit und ich weiß nicht, ob ich dazu noch Zeit habe. Wenn ihr interessiert seid, kann ich es nochmal ansprechen. Die erste Methode, die spannend ist, ist in einem Hashmap, ist die Get-Methode. Und die Get-Methode sollte eigentlich der große Vorteil auch spiegeln von der Benutzung von Array mit schneller Zugriff und sehr leicht nachzuschlagen. Vor allem auch festzustellen, ob der Wert überhaupt gespeichert ist, wird sehr schnell beantwortet. Und das geht in zwei Züge sozusagen. Der erste Zug ist sehr einfach, wenn das Map leer ist, dann wird das Element, was man fragt, wird sicherlich nicht vorhanden sein, können wir mit 0 zurückkehren. Das heißt, nicht vorhanden. Wenn wir dann aber in unser Array nachschlagen müssen, dann müssen wir das richtige Bucket wählen. Also
in das Array, das Bucket wählen, wo potenziell dieses K gespeichert wurde. Also dieses K gespeichert wurde über die Nodes mit Inhalt Entry. Und um das zu untersuchen, definieren wir eine Variable von Typ Node und dieser Typ zeigt auf das erste Element im Array. Das zeigt einfach, der nimmt sich einfach das Element aus das Array. Also wenn ich Hashcode Modulo 7, Modul Size 5 gebe, dann gucke ich in Stelle 5 in mein Array und greife das Ding ab. Wenn der Wert an der Stelle in die Buckets 0 ist, dann ist das Bucket leer und weiß ich, der Key ist nicht vorhanden in HashMap. Also nach ein, zwei Prüfungen kann ich schon wissen, dass das Ding nicht gespeichert wurde, wenn ich Glück habe. Es kann nämlich auch noch sein, dass das Bucket befüllt ist und vielleicht mit einem Wert oder zwei oder drei oder vielleicht noch mal mehr. Und diese Werte, die Kette muss ich alle komplett abtasten, bis ich der Wert, den ich suche, das K, das ich suche, gefunden habe. Und das geht hier mit einer, was man sagen könnte, eine umgekehrte Weilschleife. Ich fange einfach mit dem ersten Element an. Wenn dieses erste Element, worauf ich gerade gucke, dieses Looking at, das Entry davon, dessen Key equals ist an K, dann weiß ich, ah, ich hab's. Dann kann ich dieser Wert, das Value von dieses Entry, wo ich auf gucke, zurückgeben. Und damit beendet dann die Methode. Also im Glücksfall, wo der erste Stelle im Bucket, im Eimer, die richtige Wert enthält, bin ich nach 1, 2, 3 Prüfungen fertig. Und man kann sich vorstellen, dass das eigentlich ganz rasant geht. Damit spielt dann so eine Hashmap seine Stärke aus. Dann geht prima. Wenn wir Pech haben, dann ist nicht das erste Element oder vielleicht nicht mal das zweite Element, aber das dritte oder vierte oder fünfte Element das richtige. Und das machen wir, indem wir dieses Looking at zeigen lassen auf das nächste Element. Wir sagen zu Looking at, guck du mal auf das Element, wo du gerade auf das nächste Element, wo du gerade auf guckst. Also nimm einfach das nächste von Looking at. Also man verschiebt sozusagen den Cursor an der nächsten Stelle. Ich muss das vielleicht in der Richtung zeigen. Also man fängt am Anfang des Bucket an. Und wenn es das nicht ist, dann zeige ich einfach das nächste Element in die Kette. Denk mal unsere blaue Kette. Oder besser gesagt, hier unsere Kette. Hier unsere Kette. Also auf das nächste Element müsste ich dann zeigen. Und dann jetzt gemacht. Ja. Also, da muss ich dann auf das nächste Element gucken. Und das mache ich dann so lange, bis mein Looking at gleich 0 ist. Also, solange Looking at ungleich 0 ist, habe ich eine potenzielle Fundstelle. Und in die Fundstelle gucke ich mal, ob ich ein Equals finde. Wenn ja, habe ich gefunden, was ich haben möchte und gebe es zurück. Und wenn nicht, dann muss ich zur nächsten Stelle laufen. Aber wenn ich dann diese Schleife beende, indem Looking at gleich 0 ist, das ist die einzige Möglichkeit noch, dann weiß ich, dieses Key ist im Map nicht vorhanden und muss ich 0 zurückgehen. Also damit schließt sich diese Get-Methode ab. Wenn ich nichts finde, entweder hier nicht oder da nicht, dann bin ich fertig. Wenn ich ein Bucket finde, wo es Elemente gibt, dann muss ich das von vorne nach hinten durchsuchen, bis ich das Element gefunden habe. Wenn man so ein Hashmap, also die Menge der Buckets vergrößert, wenn so das Hashmap sehr befüllt wird und man hat eine günstig gewählte Hashcode-Methode, eine Hashcode-Methode, die Elemente, die Keys schön verteilt über unser Array, dann können wir Glück haben und dann wird das Hashmap sich sehr gut verhalten. Dann wird es ein sehr gutes Laufzeitverhalten und auch zügig und flott die Werte finden können. Also erstmal der Getter. Der Put-Teil ist das Gegenstück, der steckt die Elemente in unser Map und die Put-Methode hat eine zusätzliche Aufgabe.
Die Boot-Methode muss sicherstellen, dass das Key nur einmalig im HashMap vorkommt. Nicht doppelt ist nicht erlaubt. Also muss es das auch prüfen. Es muss auch prüfen, ob die Werte in Bucket, in einer der Buckets vorhanden ist. Aber auch am Anfang ist es ziemlich leicht und der Anfang des Codes sieht sich sehr ähnlich aus. Hier ist unsere Put-Methode. Und die Put-Methode, was die macht, die nimmt ein K und ein V entgegen. Die initialisiert hier etwas, aber hier berechnet sie das Hash, der Hashcode von K. Das macht die Get-Methode auch schon, aber hier wird die berechnet und einmal in Hash den Hashwert hier aufbewahrt. Diesen Hashwert wird wieder benutzt, um das Bucket zu wählen, also der Eimer zu wählen, wo das Ding, der Key potenziell vorhanden wäre. Und wenn wir Glück haben, wurde dieses Key noch nicht gespeichert. Das heißt nämlich, das Bucket an der Stelle zeigt auf 0. Und das heißt, man kann ein neues Node erzeugen mit einem neues Entry und alle Werte, die wir berechnet haben oder bekommen haben, K, V und Hash, benutzen wir, um ein neues Entry zu erstellen mit einem neues Node. Und dieses Node stecken wir einfach an der ersten Stelle ins Bucket. Dann wissen wir, dass wir ein neues Element erzeugt haben. Wir müssen also die Größe um 1 erhöhen. Und wenn unser HashMap dann gewachsen ist über eine bestimmte Grenze, dann können wir das Ding größer machen, in vereinfacht neue, mehr Buckets nehmen. In der Methode genau gleich wie ArrayList das macht, also mit einem Copy-Array von diesen Sachen und nein, nicht ganz das Copy-Array, aber es wird ein neues Array erstellt mit die doppelte Größe, damit es auch eine Zweierpotenz bleibt. Und dann werden die Dinge neu gemappt, gehasht und gemappt und in das neue Array gekippt. Und damit haben wir ein Array mit potenziell mehr Nullstellen, wo wir speichern können. Und auch in günstigen Fällen, und heißt auch also in meisten Fällen, kürzere Ketten in unsere Buckets. Wenn das nicht der Fall ist, also wenn das Bucket schon belegt wurde, dann müssen wir dieses Bucket, die Kette, die in dieses Bucket liegt, müssen wir einfach abarbeiten. Und wir müssen dann zuerst mal auf eine neue Node, mit einer Node zeigen auf das erste Element. Und wir benutzen hier den Konstruktor, wo das Next Element gesetzt wird. Das heißt, ab diesem Moment wird die erste Stelle im Bucket wird angezeigt mit Node n.next. Also wir haben jetzt einen Zeiger erstellt, der zeigt auf das erste Node in das Bucket. Und das erste Node in das Bucket hat ein Entry und hat ein Next, ja, weil es auch Nodes sind. Und dann ist die Prüfung genau gleich wie in Get. Wenn wir der Key finden, der gleich ist an das K, was wir hier haben, dann wissen wir, dass an der Stelle, wo wir gerade gucken, ein Wert gespeichert wird, wo der Key gleich ist. Und das heißt, unter der Anforderung von HashMap heißt es, dass wir das Value ersetzen sollen. Das heißt, wir greifen unser Value ab, indem wir n.next.entry.value ablesen und wir speichern das V, was wir bekommen haben als Parameter, an der gleichen Stelle, also n.next.entry set value speichert das Value in unser Entry. Mal gucken, ob wir das hier nochmal zeigen können. Also wir sind zum Beispiel an dieser Stelle, wir haben das Key gefunden. An der Stelle von Entry müssen wir das Value ersetzen und dann sind wir schon fertig, denn die ganze Aufgabe ist erledigt. Wir haben unser Value gespeichert an der Stelle, wo Key zeigt, wo Key vorhanden ist in die Kette. Und natürlich sind wir dann potenziell nicht fertig, denn es kann sein, dass wir an der Stelle kein K haben, das gleich ist an das Key von Entry. Wenn das so ist, dann müssen wir auf das nächste Element zeigen. Und das machen wir genau gleich wie vorher in die Get-Methode. Wir laufen einfach zum nächsten Element. Also wir sagen Node, geh du zu deinem eigenes nächstes. Und das ist, was hier passiert. N gleich N.next heißt, man geht einfach an der Stelle, wo
wo aufgezeigt wird. So wie eine Kette. Also man nimmt das die nächste. Was ist so ein Ding in der Kette? So, wie heißt das auf Deutsch? Auf Englisch heißt das Link in a Chain. Keine Ahnung. Also, es gibt Kettenglieder. Ja, genau. Kettenglieder ist richtig. Okay. Ja, genau. Kettenglied. Also genau wie die Kettenglieder aneinander. Man läuft einfach zum nächsten Glied und man prüft da wieder. Also diese auch, die hier wieder diese umgekehrte Weilschleife, die hört erst auf, wenn wir auf ein Null zeigen, also wenn das nächste Element ein Null ist. Und dann wissen wir also, das nächste Element gibt es nicht. Dann muss ich an der Stelle muss ich ein neues anhängen. Und das passiert genau hier. Wir wissen, dass Endpunkt Next gleich 0 ist, weil wir diese Schleife verlassen. Dann können wir diese Wert Endpunkt Next einfach setzen auf einen neuen Wert. Wir zeigen also, wir sind ans letzte Glied gelandet und wir fügen ein neues hinzu, ein neues Glied hinzu und da packen wir unser Entry rein. Und weil wir wissen, dass wir ein neues Glied hinzugefügt haben, ist das die Hashmap um 1 vergrößert. Das ist die Size++ Methode und danach wieder das gleiche, was wir hier vorher auch gemacht haben. Vergrößern, wenn notwendig, und als letztes das Ergebnis zurückgeben. Und wenn kein alter Wert vorhanden ist, dann ist es einfach der Originalwert, der hier schon definiert wurde als Result V gleich V Result gleich 0. Und was passiert? Ah ja, und hier ist, findet das Ersetzen statt. Und wenn das klappt, gehen wir den alten Wert zurück. Wenn es nicht klappt, zum nächsten Element laufen und so weiter und so fort. Lass uns mal schauen, wie sich das verhält, wenn wir das ausprogrammiert hätten oder haben. Ja, das kann dann so aussehen. Also das ist unsere Map mit unsere Map-Klasse. Wir sehen, dass das da schon einige Methoden gibt, insgesamt ein paar Konstruktoren, 1, 2 Public-Konstruktoren, ein Package-Private-Konstruktor und auch ein paar Methoden, aber die wichtigen, also diese Put-Methode, ist genau die Put-Methode, die wir gleich gerade gesehen haben. Das ist genau die gleiche Methode. Vielleicht etwas mehr Kommentar. Und die Get-Methode, die steht da drunter. Und die ist genau das gleiche, codemäßig. Und wir sehen, dass die auf eine DIN A4-Seite passen, sozusagen. Die zusätzlichen Methoden und zu vergrößern, werde ich heute nicht besprechen. Aber man kann sich die selber schon ausdenken. Naja, eigentlich so schwierig ist das nicht. Zum Beispiel dieses Vergrößern. Das nennt sich hier in dieser Hashmap-Technik, nennt sich das Rehashing. Das heißt einfach, wir prüfen, ob die Menge der Elemente noch klein genug ist. Wenn ja, dann sind wir fertig. Wenn nicht, dann erzeugen wir neue Buckets, ein neues Array von Buckets. Wo steht das genau? Nein. Wir erzeugen ein neues MyMap. Wir sagen dem, mach mal eine neue Kapazität, also nicht mehr 16 zum Beispiel als Anfangswert, aber 32 oder mach mal das Doppelte. Dann laufen wir über alle Elemente in die jetzigen Buckets und packen die einfach um in das neue Hashmap. Also wir putten die in das temporäre Hashmap. Und dann, wenn wir fertig sind, dann klauen wir von das neue Ding einfach die Buckets. Und wir wissen dann, dass die neue Buckets die alte Werte auch enthalten werden und fertig. Da sind wir schon fertig. Also so schwierig ist das dann auch wieder nicht. Und der Effekt soll dann sein, dass nach einer Vergrößerung die Ketten kürzer werden. Und wenn wir, wir haben dann auch ein paar Nachteile. Potenziell werden einige Buckets oder vielleicht gar viele Buckets nicht benutzt. Aber das ist das womit man diese Vorteile, diese Geschwindigkeitsvorteile vor allem erkauft. Das kann man vorführen. Zuerst aber möchte ich mal zeigen, wie viele Hash-Kollisionen man haben kann. Eine Hash-Kollision heißt, dass zwei Werte, also zwei Keys, das gleiche Hashcode haben.
Und das wäre natürlich nicht gut, wenn es viele gleiche Hashcodes haben. Und es gibt dazu dieses kleine Programm. Es nennt sich Words. Ups. Es nennt sich Words, wenn ich das mal ausführe. Dann, was das Programm eigentlich macht, ist, es untersucht, wie viele doppelte Hashcodes es gibt. Ich benutze hier eine Datei. Eine Datei. Benutzt wird eine Datei, die liegt auf ein Linux in etc Dictionary Common und die nennt sich Words. Das ist eine englische Wörterliste, um Rechtschreibprüfung zu testen. Wenn ich das die ausgebe, dann sehe ich allerhand Wörter vorbeikommen, in alphabetischer Reihenfolge übrigens. Die E, Akzent, die Akzent aigu, die stehen dann offenbar nach das Z. Wenn ich mal gucke, wie lange die Liste ist, dann sehen wir, dass die um die 100.000 Wörter enthält. Also so groß ist sie nicht. Ist hier noch mehr? Na. Also 100.000 Wörter. Und in diese 100.000 Wörter finde ich diese Doppelte. Natürlich ist es so, dass wenn ich mein Bucket klein habe, dann werden die nach dem Abschneiden der Bits werden natürlich mehr Doppelte geben. Aber wir mal gucken, wie sich diese Hashmap verhält. Also dazu gibt es ein Map-Demo-Klasse. Alle. Ja, da ist die Map-Demo-Klasse. Das ist offenbar nicht notwendig hier. Ich das auch mal einfach löschen. Es gibt eine zusätzliche Dumper-Klasse, die Einträge in die Map zeigt und noch ein paar zusätzliche Merkmale der Map. Einfach mal gucken, was passiert. Programmchen mal ein bisschen erklären. Ich erzeuge eine Map. Ich frage das Ding ab, wie viele Buckets hast du? Und die wird, ich denke, 16 sagen. Dann zeuge ich mir einen Random-Generator. Und ich frage dann an diese Words-Klasse, gib mir deine Wortliste. Und das gibt dann die 100.000 Wörter, gibt das Ding ab. Ich frage das Ding, wie viele Wörter es hat. Und dann würfel ich die Dinge durcheinander. Mal einfach mal zeigen, wie das geht. Ich hab ein bisschen Zeit, also das geht. Also wenn ich das mal ausführe. Und ja, Geduld. Ja, dann sehen wir, dass diese 2204, ja, komm mal. Ja, da möchte ich dich haben. Dann sehen wir, dass Bucketcoin ist 16. Ich habe noch nichts in das Map reingesteckt. Die Wörter sind 12401. Und was ich jetzt erstmal mache, ich stecke jetzt 8 von diesen Wörtern in die Map. Und damit ich die nicht in alphabetischer Reihenfolge bekomme, würfel ich diese Wörterliste einfach durcheinander. Es gibt in Collections, das ist wieder so eine Utility-Klasse, die man sich merken sollte, gibt es eine Shuffle-Methode, die würfelt einfach so eine Array-List, diese List von Stringen, dieses Words-Objekt hier. Das ist eine Array-List von Stringen, das wird einfach durcheinander geworfen und dann nehme ich davon 2 Wörter. Und die stecke ich im Map. Also ich erste Wort als Key, zweite Wort als Feld. Und dann gebe ich das diese Map aus über die Dump-Methode. Und dann sehen wir, dass es eigentlich gar nicht so schlecht ist. In diese 16 Buckets gibt es nur 2 Doppelbelegungen. Also Coolness, Archer, Slammed, Customs, die werden die erste 2 Prüfungen gefunden. Coolness, Archer, Slammedness und Customs. Und für Friedman und Octaves muss man in die Kette an das zweite, bis zur zweite Stelle gehen. Wenn wir nochmal 8 Wörter reinkippen und dann wieder das Dump machen, dann müsste sich dieses Hashmap vergrößern, denn die Kapazität, die Berechnung, die benutzt wird, ist so ungefähr 3/4 von die Buckets belegt sein.
wird neu berechnet und das Array wird vergrößert. Und mal gucken, wie das jetzt ausläuft. Und dann sehen wir eigentlich auch, dass es dann noch nicht mal so schlecht ist. Dann sehen wir hier, dass die Size des Maps, also wie viele Einträge gibt es, und die Größe, die Menge der Buckets, das nennt sich der Load Factor, der ist 1,5, denn es gibt insgesamt in diesem Fall 32 Buckets und 16 Werte, die gespeichert wurden, durch die zweimal die Vorschleife auszuführen. Und die Bucketzahl ist 32, die maximale Bucket-Tiefe, also wie lange muss ich in so ein Bucket reingucken, oder wie tief muss ich reingucken, das ist da gegeben. Und hier steht ein Tippfehler, und das stört mir natürlich. So, und dann nochmal das gleiche ausführen. Da. Wir sehen auch, dass es ungenutzte Buckets gibt. Also in diesem Fall gibt es 19 Buckets, die nicht benutzt werden. Das heißt, 59, fast 60% der Buckets werden nicht belegt. Und das ist der Nachteil von dieser Fall. Und natürlich die zufällige Wörter, die ich reinstecke. Wir können auch mal gucken, was passiert, wenn wir etwas mehr reinstecken. Zum Beispiel, 20.000 zum Beispiel. Und das mache ich zweimal. Also insgesamt werden 40.000 Werte in dieses Bucket landen. Und dann lasse ich das Programm schon mal laufen. Und wir sehen, dass es... Mal gucken, was passiert. Das war schon. Also hat er 20.000 Wörter gespeichert. Wenn die Statistik sagt, wir haben es gibt hier 29 Wörter. Das heißt, es gibt Doppelbelegung. Durch das zufällige Wählen von Wörtern kann man zweimal öfters das gleiche Wort erwischen. Und das heißt, dass es werden weniger als die tatsächliche Menge gespeichert. Und dass unsere Bucketzahl ist auf 8192 gelandet, also auch wieder eine Zweierpotenz. Die maximale Bucketlänge ist 5, das ist auch nicht mal so verkehrt, aber auch hier wieder um den Dreh, ungefähr 60% der Buckets sind unbelegt worden. Mal gucken, was ich da machen kann. Wenn ich die Wörter fresse, dann wird es keine doppelte geben, denn die Originalliste wird keine doppelte Wörter beinhalten. Stört mir ein wenig, dass ich nur ungefähr 4000 Wörter gespeichert habe. Ich möchte mehr haben. Und nach dem Shuffeln kann ich auch, mache das mal einen Rutsch. Also das spare ich mich. Und ich fresse die Liste. Das heißt, die Liste wird hier durcheinander gewürfelt, und ich kann die Liste auch fressen, indem ich einfach eine Remove mache. Eine Remove anstelle 0. Das frisst das erste Element aus der randomisierten Liste. Ups, und das mache ich einfach zweimal. Und dann soll das hier weg. So, und das ordentlich formatieren. Hop. Das heißt, ich lese einfach die ersten zwei Wörter jedes Mal und speichere dann die dann in der Map und mal gucken, was dann das als Ergebnis gibt. Und das dauert dann etwas. Naja, wir sehen, dass die Zeit. Ich habe auch selber Fehler eingebaut. Ich hatte gedacht, ich schreibe hier 20.000. Ich habe tatsächlich nur 2000 geschrieben. Mal gucken, was passiert, wenn ich da 20.000, tatsächlich 20.000 schreibe. Die Liste hat genügend Wörter. 100.000. Also kann ich da locker zweimal 20.000 Werte rausnehmen. Und wir sehen, dass unser Bucket 32.000 Buckets enthält. Also unser Bucket Array 32.000 Buckets hat. Die maximal tief ist 5, also nach 5 Sprünge habe ich entweder das Ding gefunden, was ich suche, oder nichts, und weiß jetzt, dass es dann nicht vorhanden ist in der Hashmap. Die Befüllung ist um die
die Load ist 0,6 und die Unused Buckets ist 54% um den Dreh. Und damit ist die Vorlesung vorbei und wir können auch die Aufnahmen stoppen. Es sei, es gibt Fragen. Gibt es Fragen? Und wenn ja, dann einfach Hand hoch. Dann kann ich das mal sehen. Es gibt im Chat gibt es keine Anmerkungen. Wenn es Fragen gibt, dann bitte jetzt gerne. Dann gehen die noch in die Aufnahme. Sonst schließe ich die ab und lade ich die hoch. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Wir sehen uns Mittwoch wieder, wenn es Fragen gibt. Vielleicht bis dann auch Bayern oder sonst im Chat stellen, im Teams-Chat, dann werden die vielleicht auch von uns oder Studentenassistenten beantwortet. Schönen Tag noch und auf Wiedersehen. Tschüss.